Weihnachtsfest. Im kleinen Städtchen Nazareth fing die Geschichte an. Dort freute Maria Josef der Zimmermann. Der Braut erschienen Engel vom Himmel, hell und rein. Der sagte zu Maria, du sollst nicht furchtsam sein. Gott hat sich ausgesehen, den Sohn ihm zu gebären, weil ohne die Maria alle verloren wären. Maria dachte ängstlich, ob Josef mich noch mag, wenn ich mit Kind erscheine an unserem Hochzeitstag. Jedoch der Engel Gabriel, der brachte Josef bei, dass dieses Kind Sohn Gottes, der Juden König sei. Die Hochzeit war gefeiert. Dann wartete das Paar auf die Geburt des Kindes, fast ein Dreivierteljahr. Dabei erging ein Aufruf, ein jeder müsse fort, die Steuern einzahlen an seinem Heimatort. Maria ritt den Esel und Josef führte ihn. Den weiten Weg nach Bethlehem mussten die beiden ziehen. Sie reisten manche Tage und auch Nächte zu. Dann waren sie endlich Häuser des langen Marsches zu. Die Städtchen klopfte Josef frei um an jedes Tor. Und nehmt uns bitte auf, die Geburt steht kurz bevor. Wo immer er auch klopfte, bekam er doch kein Bett. Belegt, so ist es immer, die Menschen waren nicht nett. Nur einer hatte Mitleid. Neben einem kleinen Stall, etwas sehr bescheiden, doch warm auf jeden Fall. Des Nachts, bevor am Morgen die Dämmerung war herein, lag in der Futterkrippe das Jesuskindelein. Sie freuten sich und staunten, da Mensch und Tiere all, für Gottes Sohn zu sehen in einem armen Stall. Doch konnte keiner wissen, dass dieses Kind so klein, der reinste Menschenrettung und Heiland würde sein. Danke, Maria, für diese Weihnachtsgeschichte. Alle Jahre wieder, doch dieses Jahr ganz anders als jemals zuvor. Und trotzdem wollen wir weihnachtliche, nachdenkliche und auch fröhliche Stimmung verbreiten. Jule liest uns als nächstes eine Geschichte vor. Ein Kind saß auf dem Schoß seiner Mutter und wollte etwas von Weihnachten hören. Da erzählte die Mutter vom Weihnachten im Stall. Das war ein Weihnachten vor langer Zeit in einem fernen Land. Doch das Kind sah alles vor sich, als wäre es daheim geschehen, im Stall auf dem Hof. Die Mutter erzählte so. An einem Abend vor langer Zeit, da kamen ein Mann und eine Frau in der Dunkelheit ihres Weges daher. Sie waren weit gewandert und darum waren sie müde und wollten schlafen, wussten aber nicht wo. Überall auf den Höfen waren die Lichter erloschen. Die Menschen schliefen dort schon und keiner kümmerte sich um die Wanderer, die noch unterwegs waren. Dunkel und kalt war es an diesem Abend vor langer Zeit. Kein Stern leuchtete am Himmel. Da fanden die Wanderer am Weg einen Stall. Der Mann öffnete die Tür und leuchtete mit seiner Laterne hinein. Ob dort drin wohl Tiere waren? Denn wo Tiere schlafen, da ist es warm. Und die beiden Wanderer froren und waren müde. Ja, im Stall waren Tiere. Und sie schliefen schon. Doch als sie die Tür knarren hörten, erwachten sie und sahen die Wanderer eintreten. Und sie sahen die Frau dort stehen, im Lichtschein der Laterne. Aber warum die Frau zu so später Stunde in ihren Stall kam, das wussten die Tiere nicht. Vielleicht spürten sie aber, dass die Frau fror und dass sie müde und hungrig war. Vielleicht spürte es das Pferd, als die Frau ihre kalten Finger unter seine Mähne schob, um sie zu warmen. Vielleicht spürte es die Kuh, als die Frau sie melkte und ihre gute, warme Milch trank. Vielleicht spürten es auch die Schafe. Denn als die Frau sich zum Schlafen auf das Stroh niederlegte, scharten sie sich um sie und wärmten sie. Dann senkte sich die Nacht still über den Stall und über alle, die darin waren. Als die Nacht aber am dunkelsten war, da erklang in der Stille der erste Schrei eines neugeborenen Kindes. Und zur selben Stunde flammten am Himmel alle Sterne auf. Ein Stern aber war größer und heller als die übrigen. Genau über dem Stall stand er und leuchtete mit klarem Schein. Nun waren in dieser Nacht Hirten auf den Feldern. Sie wollten ein paar Schafe heimholen, die noch draußen waren, obwohl der Winter schon Einzug gehalten hatte.
und die Hirten sahen den Stern über dem Stall. Sie sahen den ganzen Himmel in Lichterstrahlen. »Warum leuchtet ein Stern über unserem Stall?« fragten die Hirten einander. »Kommt«, sagten sie, »lasst uns gehen und sehen, was sich zugetragen hat.« Und sie eilten auf beschneiten Pfaden heim mit ihren Schafen und Lämmern. Und im Stall fanden sie ein neugeborenes Kind, das lag in den Armen seiner Mutter. »Der Stern leuchtet um des Kindes Willen«, sagten die Hirten. »Nie zuvor wurde ein Kind geboren in unserem Stall.« Das Kind sollte schlafen, doch im Stall gab es weder Wiege noch Bett. Nur eine Krippe gab es dort. Da hinein bettete die Mutter ihr Kind. Und das Pferd stand still daneben und sah zu. Vielleicht begriff es, dass das Kind die Krippe zum Schlafen brauchte. So ging die Nacht dahin. Das Kind schlief in der Krippe, ringsum standen stumm die Tiere und die Hirten. Alles war ganz still. Und über dem alten Stall leuchtete der Weihnachtsstern. Denn als dies geschah, war es Weihnachten. Ein Weihnachten vor langer Zeit. Das erste Weihnachten. Jule, das hast du sehr gut gesagt. Aber Vorlesen alleine macht nicht immer Spaß. Deswegen habe ich euch drei Rätselrunden vorgebracht. Wir starten mit der ersten Rätselrunde. Frage 1. Woran erkennt man, ob es sich um den Weihnachtsmann oder um den Nikolaus handelt? A. An der Mütze, B. An der Sackgröße oder C. Am Glöckchen? Na komm, sag. Ja, natürlich an der Mütze. Der echte Nikolaus trägt eine Bischofsmütze. Frage Nummer 2. Was löst in Spanien am Vormittag des 22. Dezember regelmäßig eine Massenhysterie aus? A. Der Schlussverkauf oder B. Die Lotteriziehung? Oder C, der traditionelle Weihnachtsstierkampf? C. Nein, C ist falsch. B wäre richtig, die Lotterieziehung natürlich. Die spanische Weihnachtslotterie, die größte Lotterie der Welt, ist ein so großes mediales Ereignis, dass sogar unsere Nachrichten darüber berichten. Frage Nummer 3. Wie heißen die heiligen drei Könige? Das wisst ihr bestimmt. Oh, na gut. Kaspar, Melchior und Balthasar. In der Bibel ist allerdings nur von den namenlosen Magiern oder Sterndeutern die Rede. So, das war Fragerätsel Runde Nummer 1. Dankeschön. Geht es euch eigentlich auch so wie uns? Man könnte gerade nur jammern und verzweifeln. Dabei gibt es so viele Dinge, für die man dankbar sein sollte. Hier ein Beispiel. Antonia, lies uns doch mal den Weihnachtsbrief an deine Eltern vor, über den sie sich so gefreut haben. Liebe Mama, lieber Papa, seit ich im Internat bin, war ich, was das Briefeschreiben angeht, sehr nachlässig. Ich will euch nun auf den neuesten Stand bringen. Aber bevor ihr anfangt zu lesen, nehmt euch bitte einen Stuhl. Ihr lest nicht weiter, bevor ihr euch nicht gesetzt habt. Okay? Also, es geht mir inzwischen wieder einigermaßen. Der Schädelbruch und die Gehirnerschütterung, die ich mir zugezogen hatte, als ich aus dem Fenster des Wohnheims gesprungen bin, nachdem dort kurz nach meiner Ankunft ein Feuer ausgebrochen war, sind ziemlich ausgeheilt. Ich war nur 2 Wochen im Krankenhaus und kann schon fast wieder normal sehen. Glücklicherweise hat der Tankwart einer Tankstelle das Feuer im Wohnheim und meinen Sprung aus dem Fenster gesehen und die Feuerwehr und den Krankenwagen gerufen. Er hat mich auch im Krankenhaus besucht. Und da das Wohnheim abgebrannt war und ich nicht wusste, wo ich unterkommen sollte, hat er mir netterweise angeboten, bei ihm zu wohnen. Eigentlich ist es nur ein Zimmer im ersten Stock, aber es ist doch recht gemütlich. Es ist ein sehr netter Junge und wir lieben uns sehr und haben vor zu heiraten. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es soll schnell gehen, damit man nicht sieht, dass ich schwanger bin. Ja, Mama und Papa, ich bin schwanger. Ich weiß, wie sehr ihr euch freut, bald Großeltern zu sein.
Und ich weiß, ihr werdet das Baby gern haben und ihm die gleiche Liebe, Zuneigung und Fürsorge zukommen lassen, die ihr mir als Kind gegeben habt. Ich weiß, ihr werdet ihn mit offenen Armen in unserer Familie aufnehmen. Er ist nett, wenn schulisch auch nicht besonders ausgebildet. Jetzt, da ich euch das Neueste mitgeteilt habe, möchte ich euch sagen, dass es im Wohnheim nicht gebrannt hat, ich keine Gehirnerschütterung oder Schädelbruch hatte, ich nicht im Krankenhaus war, nicht schwanger bin, nicht verlobt und auch keinen Freund habe. Allerdings bekomme ich eine 6 in Geschichte und eine 5 in Chemie. Und ich möchte, dass ihr diese Noten mal in einer Relation seht. Eure Tochter Antonia. Da bin ich aber froh, dass ich da nicht in deiner Haut stecken muss. So, aber jetzt fangen wir mit der zweiten Runde an. Die internationale Runde. Frage Nummer 2. Frage Nummer 1. Welchen Brauch verbindet man in der Weihnachtszeit mit der mystischen Mistel? Richtig! Unter einem Mistelzweig muss man sich küssen. Frage Nummer 2. Der finnische Weihnachtsmann Joulupukki wohnt alten Geschichten zufolge am Berg Korvatunturi. Der Name des Berges ist Programm, denn er heißt übersetzt A. Wunschberg, B. Ohrenberg oder C. Wichtelberg. Der Ohrenberg! Genau! So kann Joulupukki die Wünsche hören. Frage Nummer 3. Am 26. Dezember feiert ganz England traditionell den A. Wrestling Day, B. den Catching Day oder C. den Boxing Day. Ihr hättet es auch sagen können, aber ja, es ist der Boxing Day. Der Name leitet sich nämlich ab von English Boxes, Schachteln. So. Irgendwann werden wir alle wieder verreisen können. Was meint ihr? Wohin möchtet ihr denn als nächstes reisen? Jule. England. Antonia. Schweden. Fidelis. Kanada. Emma. Italien. Maria. Schweiz. Und Franz. Frankreich. Kannst du denn Französisch sprechen? No. But I speak very good English. Ah ja. Cool. Merry Christmas. When the snow falls wunderbar and the children happy are. When the clutter is on the street and we all are Glühwein need. Then you know it is soweit. She is here, the Weihnachtszeit. Every parkhouse is besetzt, weil die People fahren jetzt. All to Kaufhof Mediamarkt kriegen nearly ein Herzinfarkt. Shopping hirnverbrannte things and the Christmas Glocke rings. Mother in the kitchen bakes Schoko, Nuss and Mandelkeks. Daddy in the Nebenraum schmückt a riesen Weihnachtsbaum. He's hanging off the bells, then he from the lighter fells. Finally the Kinderlein to the Zimmer kommen rein. And it sings the family schauerlich o Christmas tree. And die jeder in the house is packing the Geschenke aus. Mama find's unter der Tanne an a brand new Teflonpfanne. Papa gets a Schlips and Socken. Everybody does frohlocken. President speaks in TV. All around is harmony. Bis Mother in the kitchen runs. Im Ofen burns die Weihnachtsgans. And so comes die Feuerwehr. With tatütata daher, and they bring a long, long Schlauch, and a long, long Leiter auf, and they schrei Wassermarsch. Christmas now is in the air. Merry Christmas, hear the music, see the lights. Frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Da frage ich jetzt mal nicht weiter, was du in Englisch hast. Aber jetzt starten wir mit der letzten Fragerunde. Frage Nummer 1. Welchen Brauch, woran soll Lametta im Baum erinnern? Oh, an Eiszapfen natürlich.
Das echte Lametta aus Verzinkenblei hängt schwer herunter. Zweite Frage. Wer brachte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Lametta auf den Markt? A. Ein Berliner Metallschmied. B. Eine Nürnberger Drahtfabrik. C. Eine Pforzheimer Goldschmied. B. Das ist richtig. Eine Nürnberger Drahtfabrik. Und jetzt die letzte Frage. Wer quengelt seit 1978 mit der Bemerkung, früher war mehr Lametta, über den Baumschmuck? A. Admiral von Schneider. B. Enkel Alfred. Oder C. Opa Hoppenstedt. Ja, natürlich Opa Hoppenstedt. Richtig, Opa Hoppenstedt. Alle Jahre wieder im Fernsehen. Glorios Weihnachten bei Hoppenstedts gehört zu Weihnachten wie Dinner for One und ein Herz, eine Seele zu Silvester. So, das war jetzt die Fragerunde. Phoebe, du bist schon ein echter Komiker. Was in diesen Zeiten ein wahres Wundermittel ist: Lachen. Im Gegensatz zu gewissen Leuten gibt es nämlich auch gute Komiker. Bitte, Emma. Natürlich habe ich auch was dabei. Advent. Es blaut die Nacht, die Sterne blinken, Schneeflöckchen leis herniedersinken. Auf Edeltänneins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Häslein ging zu Ruhe, das Rehlein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn durch Dacken über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drin, da läuft des Försters Blut von hinten. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Er hielt ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen. Im Dorffeld hört man Hunde wenden. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einen Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete hält der Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein. Es ist Advent. Da brauchen wir jetzt mal eine weihnachtliche Lachpause. Durchatmen, entspannen und einfach nur zuhören, wird Elias, Katharina, Martin, Lara und Maria uns zum Abschluss in eine Schneelandschaft hineinlegen. Nun ist es Nacht. Der alte Bauernhof schläft. Es schlafen alle, die dort wohnen. Der alte Bauernhof liegt tief im Walde. Vor langer Zeit kam ein Mann in den Wald und rodete ihn und baute dort ein Haus. Wer es war, weiß niemand mehr.
Die Sterne funkeln am Himmel. Der Schnee leuchtet weiß. Es ist bitterkalt. In einer solchen Nacht geben die Menschen Acht, dass das Feuer im Herd nicht erlischt. Auf dem einsamen alten Hof schlafen jetzt alle. Alle außer einem. Tomte Tummeltott. Tomte Tummeltott ist wach. Er wohnt in einem Winkel auf dem Heuboden. Und nur des Nachts, wenn die Menschen schlafen, kommt er hervor. Alt ist Tummeltott, uralt. Viele hundert Jahre hatte er erlebt. Wann er auf dem Hof einzog, weiß niemand mehr. Doch alle wissen, dass er dort wohnt. Wenn die Menschen am Morgen erwachen, finden sie seine Fußstapfen im Schnee. Aber niemand hat Tummeltott je gesehen. Auf leisen Sohlen schleicht Tummeltott im Mondlicht umher. Er wacht über seinen Hof, in Scheune und Stall, in Speicher und Schuppen. Überall schaut er hinein. Er huscht hierhin und dorthin und hinterlässt winzige Fußstapfen im Schnee. Zuerst trippelt er zum Fußstall. Dort ist es dunkel und warm. Die Kühe mummelweise. Sie träumen vom Sommer und von der Weide. Tummeltott spricht zu ihnen. Wichtelworte raunt er ihnen zu. Viele Winter und viele Sommer, sei ich komm und geh. Geduld nur, Geduld, der Frühling ist nah. Im Pferdestall scheint der Mond hinein. Dort drin steht der Braune und schnaubt leise. Er träumt von der Wiese, wo er im Sommer trabte. Tummeltott spricht zu ihm, Wichtelworte raunt er ihm zu. Viele Winter und viele Sommer, sei ich komm und geh. Geduld nur, Geduld, bald trabst du wieder über die Wiese und durch den Wald. Die Schafe und Lämmer schlafen, sie träumen von Gras und Klee. Als Tummeltott durch die Tür schlüpft, blöken sie leise. Er spricht zu ihnen, Wichtelworte raunt er ihnen zu. Viele Winter und viele Sommer sei ich kommen und gehen. Eure Wolle schützt euch vor Kälte und Schnee. Und die Krippe ist voll mit Laub und mit Heu. Behutsam tapst er zum Hühnerstall. Die Hühner auf den Stangen gackern leise. Sie träumen von Hof und Feld. Tummeltott spricht zu ihnen. Wichtelworte raunt er ihnen zu. Viele Winter und viele Sommer sei ich kommen und gehen. Geduld nur, Geduld. Bald schaut er wieder auf Hof und Feld. Auf der Hundehütte liegt dicker Schnee. Dort wacht Karo jede Nacht und wartet auf seinen Freund Tummeltott. Und Tummeltott kommt zu ihm. Er spricht zu ihm. Wichtelworte raunt er ihm zu. Karo, mein Freund, noch weht dir der Schnee in die Hütte, doch bald wärmt dir die Sonne das Feld. Im Haus ist es still, die Menschen schlafen und ahnen nicht, dass Tummeltott auch zu ihnen kommt und über sie wacht. Und Tummeltott denkt. Viele hundert Jahre habe ich über die Menschen hier gewacht, aber noch nie hat mich jemand von ihnen gesehen. Auf Zehenspitzen huscht Tummeltott zum Bett der Kinder, sieht sie lange an und denkt. Alle Kinder wünschen mich einmal zu sehen, doch nachts, wenn ich komme, schlafen sie fest. Immer werden sie träumen von mir. Doch wenn sie erwachen, bin ich schon fort. Tummeltott schleicht wieder hinaus. Und am Morgen finden die Kinder seine Fußstapfen im Schnee. Tummeltott stapft heim zur Scheune, wo er in einem Winkel auf dem Heuboden wohnt. Dort im Heu liegt die Katze und wartet, dass er ihr Milch bringt. Tummeltott spricht zu ihr. Wichtelworte raunt er ihr zu. Ich weiß, du hast Durst. Hier bin ich dir Milch. Nun trinke und schnurre und schlafe und heu. Der Winter ist lang und dunkel und kalt. Und Tummeltott wünscht sich Sonne und Licht. Er denkt, viele Winter und viele Sommer sei ich komm und gehen. Kehren doch bald die Schwalben zurück. Ziehe doch bald der Sommer ins Land. Aber noch liegen Hof und Wald in tiefem Schnee. Am Himmel funkeln die Sterne. Es ist bitterkalt. In einer solchen Nacht geben die Menschen Acht, dass das Feuer im Herd nicht erlischt. Auf dem einsamen alten Bauernhof schlafen jetzt alle. Alle außer einer. Tomte Tummeltott. Winter und Sommer kommen und gehen. Jahr folgt auf Jahr.
Solange auf den alten Hof mitten im Wald Menschen wohnen, solange geht Tummetott Nacht für Nacht dort auf weisen Sohlen umher und war.